Was möchte ich heute euch vorstellen? Zuerst eine kurze Einleitung zu KidLab. Was ist es? Wozu ist es da? Warum brauchen wir es? Dann das gleiche nochmal für Drucker. Und zum Schluss, was ist Robo? Das ist der theoretische Teil und danach gibt es einen Praxisteil über GitLab. Registrieren, Repository einrichten, Docker-Container bauen und dann ein Package bieten, was, also ein Joomla-Package bieten in dieser neu erstellten Form. In dem neu erstellten Docker-Container. Kurz mal über mich. Mein Name ist Harald Leitner. Ich besitze eine Werbeagentur, eine Webagentur, seit 2002. Ich mache Webhosting, entwickle Joomla, eigentlich ausschließlich Joomla seit Mambo. Ich bin Joomla Stack Exchange Moderator sowie Mitglied im Joomla Bug Squad und im Joomla Security Strike Team. Weiters bin ich auch noch Organisationsmitglied des Joomla Days Österreich und auch der Joomla User Group Wien. Danke für die herzliche Einladung. 29. und 30. März, Joomla Day Wien. Österreich, in Wien. So. Soviel zu mir. Was ist GitLab? GitLab ist ähnlich zu GitHub, mit dem primären Unterschied, dass es auch möglich ist, das selbst zu hosten, in einer freien Gratis-Variante. Das ist zwar auch möglich mit GitHub, also es gibt Enterprise-Versionen von GitHub, die auf eigene Installationen laufen, allerdings sind die, glaube ich, nicht bezahlbar für kleinere Unternehmen. Man kann natürlich darüber diskutieren, ist es wichtig oder ist es nicht wichtig, seine eigene Software und sein eigenes Wissen bei sich zu hosten. Ist bei Open Source Software wahrscheinlich eher irrelevant, aber wenn es um Business Logic geht, um Wissen, dann will man es vielleicht nicht in Händen von Dritter haben. Ich will jetzt nicht anfangen, dass Microsoft GitHub gekauft hat, das gut oder schlecht ist. Eigentlich egal. GitLab bietet neben der Selbsthosting-Funktion auch noch eben die schöne Möglichkeit an Docker bzw. Kubernetes direkt anzusprechen in ihrer CI, also Continuous Integration und CD, also Continuous Deployment. Ja. Und darum geht's im Prinzip heute. Was ist Docker? Docker ist eine möchte gern virtuelle Maschine. Docker wird unter anderem angepriesen, dass es sicherer ist, als nur auf Bare Metal zu fahren oder halt in einer VM zu fahren, was aus meiner Sicht nicht der Wahrheit entspricht. Aber es ist für andere Dinge ganz nützlich. Und zwar wird es häufig eingesetzt, um die Arbeit von DevOps leichter zu machen. Also ein Entwickler entwickelt seine Anwendung, baut einen Docker-Container zusammen und übergibt diesen Docker-Container 1:1 dem Hoster oder halt den Admins, die die Webserver betreiben. Und dort läuft das. Hört sich super an, weil der Entwickler muss sich um alles kümmern. Aus meiner Sicht hat ein Webentwickler weniger Ahnung von Server-Software. Wenn es Fragen gibt, jederzeit. Der entscheidende Vorteil von Docker sind eben das schnelle Erstellen von Arbeitsumgebungen. Das heißt, ich kann mir einen MySQL Apache Stack innerhalb von ein paar Minuten zusammen konfigurieren und kann den auf vielen Maschinen gleichzeitig deployen und auch
aus dem Grund angenehm, weil ich habe dann meine Umgebung so, wie ich es haben will, überall ohne Zig-Server anzugreifen. Ein schönes anderes Szenario dabei ist eben das Erstellen von Continuous Integration Umgebungen, also das vordefinierte Testen, Deployen, Packagen von Software, vollautomatisiert. Also zum Beispiel, ich will meine Webseite testen mit, oder meine Webkomponente, Joomla-Komponente mit PHP 5.3, 4, 5.4, 5.5, 5.6 und so weiter. In Kombination mit MariaDB, mit MySQL und meinetwegen auch noch mit Postgres. Und weil es so lustig ist, soll das noch kombiniert werden mit Apache und Nginx. Und das würde heißen, ich würde einen Haufen virtuelle Maschinen brauchen, wenn ich das klassisch aufsetze. Im Fall von Docker heißt das für mich, ich brauche 6 Konfigurationsdateien, wo ich nur die Versionsnummern reinschreibe und diese werden hintereinander gestartet und ich bin glücklich. Gut. Was ist Robo? LI eigentlich. Robo ist ein PHP Taskrunner, ist ähnlich oder löst ab unter Anführungszeichen End, das ist in Java geschrieben und Sphinx, das ist ein Replacement für End in PHP geschrieben, so wie sich das gehört. Ich habe das Gefühl, jedes Tool wird in jeder Programmiersprache nochmal entwickelt. Aber okay, End und Sphinx basieren auf XML, das heißt, man definiert das, was man tun möchte, als XML-Auszeichnung, was sehr mühsam ist. Und man eigentlich nur das machen kann, was einem Tasks, die man definieren kann, vorgibt. Und sollte man eigenen Code ausführen wollen, weil bestimmte Sachen man anpassen möchte oder anders haben möchte, wie die Entwickler es vorgeben, muss man für End JavaScript kompilieren, das dann in der Java Runtime ausgeführt wird. Und im Falle von Sphinx muss man halt eigene Klassen schreiben, die halt in PHP geschrieben werden und von dort ausgeführt werden können. Was macht man mit Robo? Joomla setzt immer mehr darauf, um das Automated Testing umzusetzen, Tests darin zu schreiben, beziehungsweise die Automatisierung dieser Tests durchzuführen. Da ist Robert Deutz ganz ähnlich dabei. Das zweite ist, es geht viel darum, Dateien zu bearbeiten, verändern, verschieben, kopieren, was auch immer. Das heißt, man kann auch super damit Pakete bauen, darum geht es heute. Also Installationspakete für Joomla in dem Fall. Und was man natürlich auch tun kann, Deployment, automatisches Deployment auf Testing-Seiten oder halt auf Live-Systeme. Das kriegt die Steuern. Ja, soviel zur Theorie. Hands-on. Ich habe mir schon vorhin erlaubt, einen GitLab-Account auf GitLab.com zu erstellen. Darin werde ich jetzt einrichten ein Repository für unseren Docker-Container. Dann werden wir zuschauen, wie der gebaut wird. Hoffentlich geht das schnell. Als nächstes kommt dann das Erstellen des Package-Builder-Repositories, also dieses Repositories, was diesen Docker-Container für uns zusammenbaut. Dann erstellen des Komponenten-Repositories selber, das ist eine Vorbereitung der Komponente von mir, wo ich genauer ins Detail eingehen werde. Dann wird noch der GitLab Runner eingebaut. Und dann. So, jetzt setze ich mich hin.
das ist quasi GitLab, das Dashboard von GitLab im eingeloggten Zustand. Wie gesagt, das erste, was wir machen, ist, wir erstellen ein Projekt, unseren Runner. Können wir ein paar erstellen, ist ziemlich egal. Jetzt haben wir dieses Projekt hier. Wir checken das kurz aus. Ich habe was vergessen. Um natürlich mit Git zu arbeiten, in GitLab ist es notwendig, dass wir einen SSH-Key hinterlegen. Der nicht richtig. Sehr schön. So, ich mir das vorgestellt. Muss kurz den alten löschen. Schauen wir mal, ob das reicht. Na bitte. Wir werden später für den Docker-Container ebenfalls einen SSH-Key brauchen. Den fügen wir jetzt auch gleich ein. Den brauchen wir, damit der Docker-Container mit gitlab.com reden kann. So, Projekt haben wir. Wir wollen auschecken. Tja, gute Frage. Achso. Thank you.
Wenn sonst wäre, ne? Und überhaupt der WLAN dabei. Das ist, genau, das ist komplett leer, das, da steht nichts mehr. Ich würde es ja gerne klonen, aber, achso, aha, weiß schon warum. Gut, das mache ich jetzt mal. The problem was that my SSH. No. No, the one port number. Dieses leere Repositor machen wir jetzt auf, das müsste dieses hier sein. Ja. Genau. Das ist leer. Ich habe da was vorbereitet. Zwar. So. So, das ist im Prinzip das, der Runner, den ich verwende. Der wird hier reinkopiert. Da können wir uns anschauen, was er tut. Also ich erkläre es gleich, was er tut, weil wir lassen im Hintergrund den Docker-Container erst bauen. Was wir machen ist, wir müssen das Ganze committen. Also ich habe jetzt hinzugefügt die Basisdateien für diesen Docker-Container. Unter anderem ist eine Klasse drinnen, eine Robo-Klasse, die mir das Packaging abnimmt. Also die habe ich entwickelt zum Programmieren zum Packen von Extensions. Das ist Robo erweitert. Genau. Das zeige ich gleich. Moment. So. Mit. In diesem Package sind noch andere Sachen drin, weil dann ein altes Bildsystem auch noch drinnen ist. Deswegen sind ein paar mehr Dateien. Gut. Das Ganze laden wir jetzt wieder auf. So, schauen wir da rein. So, jetzt haben wir hier hoffentlich die Dateien. Genau. Wir haben hier die GitLab CI drinnen stehen, die erkennt GitLab selber und macht dank AutoDevOps, ein super Name, hat automatisch eine Pipeline erstellt. Die läuft auf einem Runner, also auf einer ausführenden Maschine von GitLab selbst. Das passiert von mehr oder weniger ganz alleine. Und die baut jetzt, also die installiert eigentlich ein komplettes Linux. Sie beginnt damit, sich die Daten zu holen, die sie braucht,
dann installiert sie im Prinzip Debian-Pakete, die für die Ausführung nachher benötigt wird. Also wir haben hier curl-git, den OpenSSH-Client, wget, php. Das zieht halt sehr viele Dependencies nach, das heißt, da wirklich automatisch Apache mit installiert. Was sehen wir sonst noch? Und einen ganzen Haufen anderes Zeug, was er halt benötigt. Das passiert im Hintergrund auf den Servern von GitLab hoffentlich. Oder eigentlich von Amazon, glaube ich. Oder Google. Wie schaut das genau aus? Also wir haben hier die GitLab CI, die kümmert sich um die Steuerung des Runners. Das heißt, wir haben einen Build-Tag, glaube ich, das, mit einer Stage. Das genauso erklären, ein bisschen kompliziert. Das Ganze passiert auf jeden Fall auf einem Docker-Image, nämlich den von Google erstellten Kaniko-Projekt. Das Kaniko-Projekt ist ein Projekt, in dem Google das Erstellen von Docker-Containern nachimplementiert hat. Der Grund ist dafür, dass die Original Docker-Software Rotrechte braucht, um Docker-Container zu erstellen. Oder erhöhte Privilegien braucht, wofür es eigentlich überhaupt keinen Grund gibt, wie man sieht. Google schafft es auch ohne. Darum verwendet man das dafür. Was er dann danach macht, ist, wir haben keinen Entry Point, weil das wird ausgeführt von Kittelbanner, der sagt, was er starten soll. Was hier passiert ist, wir machen ein neues Verzeichnis. Wir übergeben ihnen Informationen über die Registry, also wie Docker mit der Registry sprechen kann. Das sind vordefinierte Variablen, die GitLab übergibt. Und dann wird halt das Bauen ausgeführt von diesem Container. Der wird gebaut und dann auch auf in die Registry geladen. Selbstverständlich. Quasi. Und hier steht noch dabei, dass das nur für die Masterbranch gilt. Das heißt, wenn man mehrere Branchen hat, macht das nur für die Masterbranch. Schauen wir mal, wie weit wir sind successful fertig, sehr schön. Der Docker, das Ding führt dann eigentlich diesen Docker-Container, dieses Docker-File aus, da steht drinnen, wie dieser Docker-Container konfiguriert wird. Also hier steht, wir machen ein Debian-Update, also ja, Debian-Update, wir wollen den Haufen dieser Pakete, dann fügen wir noch unsere Assets hinzu, also Assets ist dieses Verzeichnis hier, da drinnen ist zum Beispiel die Build-Package-PHP, die führen wir nachher aus. Wir haben dann noch zwei weitere PHP-Skripte, das ist die Robo-Klasse und Setup-Git ist ein quasi Workaround für das Initialisieren von Git-Repository währenddessen. Das User-Verzeichnis ist nicht mehr notwendig, das war mein altes Build-Environment basierend auf Swing. Aber nachdem ich noch nicht alle meine Pakete umgestellt habe, ist das noch das mehr. Genau, dass die GitLab CI YAML da drin ist. Wahrscheinlich könnte ich das ja auch tun, wenn es da GitLab ist. Wenn ich so klar bin, wird es dann auch in meinem Account. Genau, da wird es dann genau nochmal ausgeführt. Ja, es gibt. Ja, das Ganze ist die GitLab CI. Es gibt eine relativ ausführliche Doku, Continuous Integration Deployment. Und da wird das im Prinzip alles erklärt, wie sie funktioniert, welche Features sie hat, warum man es verwendet. Und es gibt eine relativ ausführliche Anleitung zu dem Ganzen.
Also Entschuldigung, ja. Warum installierst du Bobble in Boot? Thing? Thing, that's my old deployment system. Thing. So I still use it for some packages. I didn't merge yet, so I'm busy. gut. Die Robo-PHP schauen wir uns nachher an. Die Setup-Git macht primär nur ein paar Workarounds, die ich benötige für mein spezielles Environment. Also sie legt zum Beispiel den SSH-Key an, also das ist, nicht für, das ist in dem Fall nicht speziell für mich. Das wird gebraucht, weil sonst kann er sich ja nicht am Repository einloggen. Also alles nur Workarounds, um irgendwie das zum Laufen zu kriegen. So. Im Docker-File geht es dann noch weiter mit Swing installieren, weil der ist noch notwendig. Die Build-Package-PHP noch ausführbar machen und dann laden wir noch das aktuelle Robo-Parfile runter von Robo selbst und machen es ausführbar. Also relativ simpel das Ganze. Gut. Was wir bekommen haben, ist in unserer Registry jetzt den Docker-Container. Der ist hier, der hat einen Tag Light und Latest. Er hat eine Tag-ID, ist 160 MB groß und wurde vor 5 Minuten erstellt. Wenn ich jetzt eine neue Version aufladen würde, also einen neuen Commit machen würde, würde er einen neuen erstellen und den alten auch hier behalten. Das heißt, ich habe immer eine History von allen, die es so gibt, bis ich sie lösche. Oder mir der Speicher ausgeht, eins von beiden. So, jetzt zum spannenden Teil. Unsere Joomla-Komponente. Derzeit habe ich nur, also ich baue ein komplettes Package, das heißt, ich baue nicht nur eine Komponente, sondern es wird mitgebaut, ganz so hoffen. Ich glaube ein Plugin, die Komponente, eine Library und noch zwei Module oder so. So, da habe ich jetzt das Repository erstellt. Wir werden auch dieses Repository wieder klonen. Es geht auch anders, man kann auch bestehende Repositories natürlich rein pushen, aber das ist ein bisschen mehr Aufwand, weil man hier sieht man, wenn man ein existierendes Folder hat, macht man zuerst ein Init und dann fügt man das Repository hinzu, also GitLab-Repository hinzu, dann machen das, muss man die ganzen Dateien hinzufügen. Ja. So. Jetzt haben wir hoffentlich den, genau, das Package hier. Wieder leer. Und wie schon angekündigt, kopiere ich jetzt meine Komponente da rein. Meine Komponente hat ein, oder das Ding hat eine gewisse Vorbereitung, klarerweise. Sie muss für meine Robo-Klasse einen bestimmten Aufbau haben. Also es ist eigentlich der Standard-Joomla-Aufbau, der nicht vor 1994 war, sondern später kam. Also er besteht aus Administrator-Verzeichnis und Komponentsverzeichnis und nicht so wie die alten Komponenten aus Admin und Site. Das Ganze nehmen wir und kopieren es darüber. Wird synchronisiert, sehr schön.
sind ein paar da. Gut. Auch hier wieder Commit. Pushen wir das, alles geht natürlich, sollte theoretisch auch hier gehen, ich hatte noch Probleme letztens. Und bitte? Ja, ich habe ein Problem, dass mein PHP-Storm nicht pushen kann. Also er hat einen Fail und ich weiß jetzt nicht ganz warum. Drum mache ich es. So. Was? Prinzipiell geht schon, ja. Nur der Laptop ist vor zwei Tagen aufgesetzt worden und ich bin noch nicht von der Bank gekommen. Okay. Mit meinem eigenen GitLab funktioniert es also. Aber ja. Gut, jetzt haben wir es oben. Jetzt. Wird das erste, was wir hier ein Problem haben werden, er muss sagen, dass er stuck ist. Also, steht das hier? Wo war das? Stuck. Der Grund ist, wir haben jetzt keinen Runner zur Verfügung, weil er einen Runner benötigt, der den Tag Package hat. Und den gibt es in der GitLab-Welt von selbst nicht. Klarerweise, weil wir den gerade erstellt haben. Das heißt, wir müssen einen Runner hinzufügen. Der läuft bei mir auf meinem Server in meiner Hosting-Umgebung. Muss aber nicht zwingend selbst gehostet werden, kann auch bei kann auch Kubernetes sein zum Beispiel. Also man könnte auch man könnte Shared Runner verwenden, das sind die von die GitLab verwendet, oder man kann einen Runner über Kubernetes erstellen. Da fällt sich das ganz viel anders. Und jetzt fügen wir allerdings unseren Runner bei der ganzen Sache hinzu. Dafür müssen wir den Runner mal erstellen. Den holen wir aus diesem Repository heraus, also unser Registry-Tool. Und zwar. Schauen wir mal. Bin gespannt. Gut, was haben wir gesagt? Mal einloggen. Das müsste so funktionieren, hoffentlich. Achso. Funktioniert
zur Secret. Cool. Okay. So. So. Jetzt bauen wir so, so falsch, Entschuldigung. So ein Kanal in einem falschen Projekt. Gebiete. Was ich gerade denke, es geht auf Scheiße. Nein, es liegt eher an was anderem als GitLab in dem Fall. So. Jetzt muss ich wieder das andere nicht, das dreht sich erst zu. Ja. Ja, die Realität ist, dass es gar nicht so abwegig ist, was hier gerade passiert. Das Erstellen von CI oder Continuous Integration Dingen ist meistens sehr mühsam. Weil da unten funktioniert irgendein Teil nicht und sich anders erwartet. Ich glaube, in dem Fall ist ein Problem mit der Kombination VPN-Tunnel und GitLab selber. So. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Machen Sie es anders. Super. Okay, wir registrieren einen neuen Runner. Wir brauchen einen Token dazu. So, bitte. Wir registrieren den hier. Läuft immer so ein bisschen schwierig. Was hätte ich? Ah ja. Ja, ich bin altmodisch. Tut mir leid. Den brauchen wir hier, Package. Docker. Jetzt brauchen wir das Docker-Image. Und das mit
dann hier sein nämlich. Release Trainer. So. Den hier. Okay. Das, was wir jetzt hier haben sollten, ist hoffentlich, dass er sich meldet. Und da ist er auch schon. Und das Ergebnis daraus habe bereits. Nein, das ist nicht das der One After, oder? Package. Ja. Ja, nee. Man kann woanders sagen, dass sie nur für ein Projekt zugeordnet sind. Und das kann man aber ändern. Hoffentlich. Genau, er steht uns auch hier zur Verfügung, können ihn aktivieren für dieses Projekt und mit ein bisschen Glück fängt er bereits an zu bauen, unser Package. So ist es auch. Oder bald. Bald. Ja, schön wär's, ne? Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mich gleich geirrt in der Konfiguration selbst, weil ich nur Copy-Paste gemacht habe. Und damit das Image Tag haben wollte, das es nicht gibt. Dazu. Ja, sehr gut. Jetzt hat er auch einen Warner gefunden. Jetzt wird er unser Package bauen, basierend auf dem Robo-File. Das Robo-File, was ich hier für das Package gebaut hat, ist sehr simpel. Also wir haben die GitLab CI, die sagt uns in erster Linie, starte den GitLab, also das Setup-Git. Danach führe RoboPower aus mit Build Package. Und wir heben uns ab de facto auf,
auf. Das sind die Dateien, die gebaut werden vom Warner. Das in dem Fall landen die in Packages, Package-Dingsbums, und wir heben es eine Woche auf. Der muss jetzt das Ganze klonen. Unser Robo-File ist sehr reduziert, es beschränkt sich auf den Namen des Packages, die XML-Datei und das ZIP-File, was nachher rauskommt. Dann wird noch definiert, welche Dateien inkludiert werden im Package am Ende, welche Komponenten gebaut werden, welche Pfade je Komponente bzw. welches Modul mit welchem Pfad benötigt wird. Keine Hexerei dabei. Das gleiche gilt für Libraries. Dazu gibt es noch einen zusätzlichen Download von einer anderen Library, die inkludiert wird. Und am Ende kommt noch das Package-File und das License-File ins Grundverzeichnis. Der Task hat nicht funktioniert, aus dem einfachen Grund, weil wir keine Versionsnummer hatten. Wir müssen das Ganze taggen. Dann. So. Prinzipiell passiert das Taggen selbst in GitLab. Es ist so, dass wenn er mit der Pipeline durch ist, können wir eine zweite Pipeline starten, also einen zweiten Job in der Pipeline starten. Das ist unser Deploy-Skript. In dem Fall erhöht er die Version auch um 1. So. Der zweite Lauf sollte auch erheblich schneller sein, weil in dem Fall gibt es den Docker-Container auch schon. Und der muss nur noch fertig gebaut werden. Hoffentlich. Jo. What's the benefit of using GitLab to run this Docker container with remotely on the server instead of doing it on your own system within a Docker file? It works perfectly. No. The reason is, if you're a one-man show, yes, you do it on your own. If you're more than one, you want to do it on the server. Packaging, you can do it on the server and then maybe use GitHub to put it over there, and then it's available for your GitHub team as well? Sure, you can. But this is a self-hosted solution, that's the reason. Mainly. Okay. I did it on GitLab.com because it's better than showing it on my installation. So we have the job was successfully, and we have now the artifacts. The artifacts is the value package file you can download and upload to your Joomla installation. Yeah, because I have no time. There's only a half minute for questions. Okay, I'm sure there are many questions, but listen, ihr könnt nachher zu mir kommen, wenn ihr was braucht, oder mich irgendwo jederzeit abfangen. Und jetzt gibt es Kaffee und Kuchen.